Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ich bin gerade dabei, die Astrobasis etwas auszubauen und bin gerade hier am Eingang, möchte den Eingang schließen. Und versuche diese Folge nicht so viel zu meckern. In der letzten Folge habe ich mich ja nur beschwert. Hauptsächlich über den Server. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Also ich habe vor, hier eine Wand reinzuzimmern. Mit schwerer Panzerung. Jetzt muss ich mal gucken. Die ganzen Steine hätte ich gerne eigentlich eingesammelt. Zum Glück ist hier Schwerkraft. Das heißt, die fliegen... Ja. Entweder landen die hier irgendwo oder sie fliegen ganz weg. Dann sind sie halt raus. Schauen wir mal, ob das passt. Da kann ich schon mal einen hinbauen. Ja, das passt soweit. Hier müsste ich noch ein bisschen buddeln. Da buddel ich aber mal von der anderen Seite. Ah, den unteren könnte man auch noch freischaufeln. Schaufeln. Na. Okay. Schauen wir mal. Ich finde, es sollte einen neuen Bohrer geben, den man sich vielleicht auch noch bauen kann mit Staubsauger vorne dran. Damit die Sachen hier nicht immer durch die Weltgeschichte fliegen. Mit Staubsauger. Eine riesen Weltraumputze. Der passt. Der noch nicht. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen Bori-Bori machen. Und ja, wir sollten uns mal wieder in einen Anzug begeben. Nein, passt noch nicht. Es liegt kein Stein rum, also muss ich weiter bohren. Da muss man auch immer drauf achten. Ich habe das im Einzelspieler, manchmal habe ich gedacht, warum kann ich denn diesen Scheißblock da nicht hinsetzen? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Und bis mir dann aufgefallen ist, da liegen Steine rum. Und wenn da Steine im Weg liegen, ja, dann kann man natürlich auch keinen Block da hinsetzen. Das ist so. Klingt komisch, ist aber so. Das funktioniert immer noch nicht. Den anderen konnte ich doch schon da hinsetzen. Warum will er denn nicht? So, jetzt habe ich aber hier einiges weggenommen. Ja, jetzt kann ich den auch hinsetzen. Dann passt das doch ganz gut. Ich habe hier ein paar Stahlplatten mit. Dann baue ich doch mal hier diese Wand schon etwas aus. Aber bevor ich die jetzt komplett zusammenschweiße, gehe ich erstmal schnell Energie tanken. Na, lass mich da vorbei, Mensch. So, gucken wir nochmal. K, wir sind ja jetzt mit dem anderen verbunden, das heißt... Alles gehört mir. Jetzt steht alles wieder auf No Share. Weil natürlich einige Sachen nicht mehr gehören. Das müssten alles Elis Sachen sein, beziehungsweise einige Sachen wurden, glaube ich, von einem fremden Spieler übernommen. Als der Server noch public war. Ach, das waren noch Zeiten. Lange ist es her. Nein, wirklich nicht, aber
Ja, Computerkomponenten und die Kommunikationskomponenten, die hatte ich doch schon hier oben. Also das stört mich jetzt. Das muss jetzt hier weg. Es muss jetzt weg hier. Das geht so einfach nicht. Das ist untragbar hier. Kommst ja nicht mal in den Keller rein. So, das ist schon besser. Ja, das Ganze muss auch noch hübsch gemacht werden hier. Noch ein bisschen ausgebaut. Mit Treppe nach unten. Kommunikation. Schettein. Wie viel haben wir rausgekriegt? 5 Kilo. Und in einer Raffinerie ist auch noch was drin. 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 Ja, bleibt auch drin. Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass hier unten ist ein Anzeigefehler und wir haben 5,5 Quetschkilo. 5,55. Da steht es nochmal. Okay. Was habe ich gesagt, brauche ich? Computerkomponenten. Und? Ja, nur Computerkomponenten. Dann machen wir doch mal eine Ladung. Wir haben aber nicht genug Silizium. Silizium. Dann machen wir das doch so, dann passt das. Gut. Das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Jupp, dann ist die Boje jetzt auch an und leuchtet und es ist hier ein wenig erhellt. Gut, das ist hübsch. Hier kommt nachher noch eine Rampe hin, nach oben. So eine Treppe. Kann ich die schon setzen? Moment, Treppen. Ja, so hatte ich mir das gedacht. Genau. Doppelläufig vielleicht. Hier unten nur ein paar Blöcke als Stahlkonstruktion rein. Ja, daneben könnten wir jetzt, weiß nicht, passt da noch eine Treppe hin? Ja, dann sieht das doch ganz cool aus. Vielleicht da auch noch. Dann ist das so ein bisschen mit da rein. The Rhine. Dann klatschen wir es unten auch noch voll mit Gerüsten. Brüsten. War das nicht so, dass man irgendwie in dem Spectator-Modus... Hallo? Hier was setzen kann? Nee. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, dazu muss ich im Schiff sitzen, oder? Schiff? Im Schiff sitzen, dann kann ich das Schiff erweitern oder so? Oder geht das nur im Kreativmodus?
Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Ich habe das doch auch schon mal irgendwo gemacht und ich habe ja noch nie Kreativmodus gespielt, also muss es ja irgendwie funktionieren. Ja, gut, dann lassen wir das erstmal so. Da muss ich noch ein bisschen was abbauen, das soll alles hübsch aussehen. Das tut es im Moment nicht. So, das geht noch und da komme ich auch wieder raus, das ist gut. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Dann können wir da unten die Ebene beibehalten. Vielleicht machen wir hier einen auf der Höhe, dass das so ein Abschluss ist. Hier kommen auch noch Platten rein. So, hier sind wir wieder an unserem Eingang und jetzt schweiße ich erstmal hier die schweren Platten fertig. Das dauert natürlich jetzt etwas. Vielleicht sollte ich die nur anschweißen. Aber die untere Reihe, nee, die untere Reihe muss ich jetzt mal fertig machen. Das ist das Mindeste. Die anderen kann ich später auch noch schweißen. Nur hier komme ich später nicht mehr dran. Deswegen mache ich die jetzt mal fertig. Ja, vielleicht sollte man auf einem dritten Asteroiden dann eine, ja, Arena bauen. In Kooperation mit der da war ich gerade ein bisschen verwirrt. In Kooperation mit der anderen Fraktion. Und dass man dann sagt, okay, jede Fraktion steckt irgendwo in einem Container in der Mitte was rein. Das alles ist public und dann muss eine Fraktion versuchen, das zu verteidigen, eine das zu erobern oder so. Irgendwie sowas könnte man sich auch so ausdenken. Ja, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Spieler, weil Eli und ich gegen, ja, mindestens die zwei hier, Black Dragon und wäre jetzt doch vielleicht, ja gut, jetzt im Moment wäre es ein 2 gegen 2. Allerdings haben die anderen auch noch ein paar andere Leute und wir leider nicht. Und dafür, deswegen brauchen wir noch Verstärkung auf unserem Gammel-Server. Verstärkung für den Gammel-Server. Wenn da jemand Interesse hat, bitte bei mir melden. Oder in der Gruppe sich einladen lassen. Ich möchte jetzt auch nicht viel weitere Leute in meine Freundesliste eigentlich einladen. Das ist mir schon etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen zu viel, aber ich möchte eigentlich keine Leute drin haben, die ich jetzt mal einfach so irgendwo aufgegabelt habe oder die nur auf meinem Server spielen wollen oder ja, sowas möchte ich eigentlich nicht haben. Eigentlich gehören da nur Leute rein, mit denen ich wirklich öfter zusammenspiele und mit denen ich auch gut zusammenspielen kann, mit denen ich auch im TS zusammenspielen kann und alle anderen gehören da eigentlich raus. Oder gar nicht erst rein, besser gesagt.
Also ich war gerade schon mal bei der Basis der anderen Fraktionen. Das sieht ganz nett aus, was sie da gebaut haben. Ich kann das auch vielleicht mal gleich zeigen. Können ja mal kurz rüberdüsen. Wenn ich hier die untere Schiene fertig geschweißt habe. Oder ich mache das am besten in einer der nächsten Folgen, weil es jetzt schon wieder eine Viertelstunde rum. Das geht sehr schnell hier. Und ich habe noch nichts fertig. Nichts ist fertig. Falsche Seite. Nehmen uns noch ein paar Stahlplatten raus. Einmal ein bisschen vorfliegen. Ach, jetzt ist noch der zweite Gravitationsgenerator an hier. Der soll natürlich aus. Access Denial. Ja, das haben wir gleich geklärt. Der verbraucht doch Strom. Jetzt verbraucht er keinen Strom mehr. Ich könnte das Teil eigentlich auch abkoppeln. Das ist ja hier befestigt an den Verbindern. Ach, Verbindern sage ich schon. Merge-Blöcken. Mache ich hier einen weg. Das ganze Ding ist ja dann immer noch eine Station. Darum ging es ja eigentlich, dass das Schiff... Oh, ich bin voll. Naja. Und tschüss. Dass das Ding ja feststeht und man es besser abschleifen kann, abflexen. Trick 17 sozusagen. So. Ich habe irgendwas im Hals. Hallo? Warum kann ich das hier nicht schweißen? Hallo? Schweißen? Ah. Okay. Entweder da war jetzt gerade mega Leck oder ich habe hier irgendwie... einen Bug gehabt. Es leckt schon sehr. Es bleibt alle 5% stehen. Oh, Black Dragon. Oh, Black Dragon. Könnte man eigentlich auch noch einen nach hinten setzen, die ganzen schweren Platten hier. Vielleicht einfach nur so. Hier zur Seite auch. Auf jeden Fall brauchen wir hier ein bisschen mehr Platz, das funktioniert so nicht. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Für einen Block. Jawohl, das reicht. Das ist gut. Super geil.
Das gleiche machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Einfach mal ein bisschen reinhämmern. Das ganze Zeug nehmen wir natürlich mit. So weit wie es geht. Geht natürlich alles. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Daumen hoch. So, ich mache das Ganze jetzt nur halb fertig. Mal hier das frei machen. Oh, 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 nein, 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 nein. Nicht dahinter. Dahinter ist blöd. So. Reicht das? Reicht das nicht? Reicht das nicht? Wer setzt Wetten ab? Es reicht. Wer jetzt gesetzt hat, es reicht nicht, hat verloren. Gut, da oben setze ich den noch drauf. Da in die Ecke brauche ich, denke ich, keinen. Aber den sollte ich noch frei machen. Ich weiß nicht, warum der hier überhaupt nicht ist. So, eigentlich ist er doch genug frei. Steine sind runtergeplumpst. Passt. So, jetzt können wir das Ganze auch hier in die Richtung ausweiten. Ja, da muss ich ein bisschen chirurgischen Eingriff machen. Da passt es nicht ganz. Machen wir doch das schöne Stück hier mal. Oh. Weg. Ja, das passt. Und ja, das passt auch. Da müssen wir aber noch ein bisschen drüber bauen, weil, ja, eine Lücke ist nicht so hübsch. Hier haben wir noch Uran. Das Uran sollte ich gleich auch noch mitnehmen, damit die Basis auch mal ein bisschen mehr Strom hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die 5 Kilo halten. Da der Server immer noch dedicated ist, verbraucht er natürlich auch nachts Strom. Auch nackt verbraucht er Strom. Und da wir nicht mehr so einfach an Uran kommen, da wir die NPC-Schiffe nicht mehr einnehmen können, was ja immer eine sehr leichte, schöne Einnahmequelle ist, ich glaube, da setze ich auch nochmal eine Reihe vor. Und hier oben so eine Knickecke. Das müsste eigentlich ganz gut aussehen. Ich schweiß jetzt erstmal die hier zu Ende. Ja, wenn die Folge hier gleich vorbei sein sollte, ja, wird sie auf jeden Fall, in 7 Minuten, werde ich danach auf jeden Fall keine weitere Folge aufnehmen für heute. Ich werde aber noch, ich weiß auch nicht, ob ich morgen was aufnehme oder überhaupt, wann ich das nächste Mal aufnehmen werde. Ich werde auf jeden Fall an der Basis ein bisschen rumschrauben, weil, ja, im Endeffekt zählt doch nur das, was ich hinterher zeige und wie ich das hier aufgebaut habe. Das kann sich ja jeder selber denken. Ich habe ein Schweißgerät in die Hand genommen und ja, das Ganze zusammengetackert. Ne? Wie auch sonst. Kann man eins und eins zusammenzählen. Deswegen würde ich sagen, ich verschiebe die nächste Folge einfach auf den Zeitpunkt, wo ich hier ein bisschen was in der Basis zeigen kann. Oder falls sich zwischenzeitlich mal ein Gefecht mit der anderen Fraktion, ja, ansteht, dann werde ich das natürlich auch zeigen. So, ich hatte mir gedacht, das jetzt so zu machen. Dann ist das Ganze etwas
abgeschrägter. Jetzt könnte man hier entweder den dran setzen. Oder aber so eine Ecke. Oder ich mache. Was mache ich denn? Nee, ich würde sagen, ich mache den da dran. Doch, das mache ich. Ich hoffe, das reicht. Natürlich muss der Stein weg. Ja, sehr schön. Dann sieht das Ganze nämlich auch noch etwas eleganter aus. Oh, 3%. Ich muss. Nein, Forrest, lauf! Forrest hat einen dicken Kopf. So. Puh. Das war knapp. Immer wenn's Bling macht, dann merkt man, da ist gerade ein Leck. 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 Ja, ätzend. Ätzend, sage ich nur. Na, finde ich den Stein noch oder ist der... Da liegt er. Okay, laufen wir mal weiter. Bisschen den Akku schonen. Von unserem Anzug. Ja, obendrauf mache ich auch noch ein paar Schrägen. Außen kommen natürlich wieder leichte Platten. Da muss man ja nicht so verschwenderisch sein mit den Ressourcen. Das Ganze müsste ich dann ungefähr so einfärben, dass ich die Farbe des Asteroiden hinbekomme. Jetzt ist das Ganze ja noch weiß. Es wird auch noch eine Weile weiß bleiben, bis ich das alles fertig habe. Und ganz zum Schluss färbe ich das dann ein. Dann kann ich das besser abpassen, anpassen, wie auch immer. Ne? So. Ich werde den Eingangsbereich auch erstmal so groß offen lassen, bis ich alles drumherum soweit fertig habe. Aber das gefällt mir schon sehr gut. Hier oben drauf kommen jetzt auch noch ein paar schräge Platten. Dann nicht so, sondern so. Genau. Da muss ich aber noch was freischaufeln, sonst funktioniert das nicht. Jetzt überlege ich gerade, hier sollte ich vielleicht mal eine andere Ecke nehmen. Oh, nein, falsch rum. So. Dann kann ich nämlich hier auf der Seite genauso. Da war es doch. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Was mache ich denn für einen Scheiß hier? Bitte. Ich wollte natürlich eine Dreiecksecke hier haben. Genau. So. Dann kann ich nämlich hier. Richtig. Das Ganze ein bisschen nach außen bauen. Da kommt auch noch einer hin und hier wird dann wieder abschließend zum Felsen das Ganze wieder geschrägt. Geschrägt. Mach das jetzt mal einen noch. Ja, dann bin ich auch schon wieder am Ende der Folge. Es war jetzt mal wieder nicht, ja, nicht so spannend.
Bauen ist in der Regel eigentlich nie spannend. Es gibt hier jetzt auch wirklich in diesem Spiel keine Gegner, kein noch wirkliches, ja, ich sag mal, irgendwie was wie bei Starbound oder Terraria, wo man sagt, okay, da muss man ein paar Mobs kloppen, um Ressourcen zu sammeln oder sonst was. Oder man kann irgendwie was tolle Sachen finden und hast nicht gesehen. Das haben wir ja hier überhaupt gar nicht. Wir können ja eigentlich nur stupide bauen. Und ich kenne das selber von anderen Let's Plays über Space Engineers, wo ich dann auch immer ein bisschen vorspule. Wo ich mir dann denke, ja, jetzt zeige ich doch mal irgendwas Spannendes. Ja. Warum ich das jetzt selber mache, weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach, weil mir das Spiel gerade selber viel Spaß macht. Auch wenn es nur aus Bauen besteht, aber ich baue so gerne. Ich baue gerne, ich konstruiere gerne Sachen. Ich bin da sehr kreativ. Und habe da so meine Ideen. Und möchte die halt gerne umsetzen. Deswegen liebe ich auch diese, ja, Sandbox-Spiele, die seit einigen Jahren, ja, wie Pilze aus dem Boden schießen. Und ja, ich spiele eigentlich kaum mehr was anderes, weil es einfach Spaß macht, wenn man die Welt selbst gestalten kann und nicht einfach so eine vorgesetzte Grütze bekommt und dann nur, ja, töte hier 5 Bären, um da 5 Wölfe und hier 10 Elefanten oder sowas vorgesetzt kriegt. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt das würde ich nie spielen. Das ist einfach, da bin ich einfach anti. Nee. Ich spiele alle MMOs, die es gibt, aber WoW würde ich mir niemals installieren. Never ever. Einfach aus Prinzip. Da gibt es keine Frage, warum. Einfach aus Prinzip. Okay, jetzt habe ich aber schon ein bisschen die Folge überschritten. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn der Eingangsbereich hier ein wenig hübscher aussieht. Auf Wiedersehen!